Der große Preis der Longines Global Champions Tour lockt auch die Prominenz nach Berlin in den Sommergarten. Schauspieler Heino Ferch lässt sich das Kräftemessen im Parcours nicht entgehen. Also erstmal finde ich es eine großartige Veranstaltung, sehr gelungene Atmosphäre und eine ganz tolle Location. Und man sieht es, das Turnier ist toll angenommen und es ist eine unheimlich relaxte Atmosphäre. Es ist wirklich großartig. Der Filmstar gönnt sich hier eine Auszeit von seinen aktuellen Dreharbeiten in Hamburg mit seiner pferdebegeisterten Familie. Ich bin natürlich glücklich, dass die Family hochgekommen ist und dass die Familie ist ja komplett Pferd und Springsport und so weiter und ich Polo noch nach wie vor, dass wir dieses Wochenende hier genießen können. Wetter spielt mit, ist rundum eine gelungene Kiste. Springsportfans wie Heino Ferch kommen hier eben voll auf ihre Kosten. Aber wie steht es eigentlich um seine eigene Polosportkarriere? Naja, wenn ich daheim bin, bin ich jeden Tag auf dem Pferd. Die wichtigen Turniere sind geblockt und die nehme ich auch wahr. Und eigentlich hätte ich gern viel mehr Zeit für den Sport. Ich bin, wenn ich nicht auf dem Pferd sein kann, natürlich mit ein paar Übungen im Hotelzimmer auch beschäftigt, um bei Konditionen und beim richtigen Schenkelschluss zu bleiben. Wie sehen diese Übungen aus? Verrate ich jetzt nicht. Na gut, heute stehen hier in Berlin ja auch die Springreiter mit ihren Pferden im Vordergrund.